Ich will das nicht. Du gibst ihn mir? Den gebe ich dir, Leo. Oh Gott. Und mit dem gebe ich dir, fangen wir am besten noch wieder an. Wir haben das Spiel, wie man sehen kann, länger nicht mehr gespielt. Das war wirklich keine Absicht. Wie lange haben wir das nicht mehr? 2 Monate oder so? Es ist wirklich lange her. Ich kann mich nicht erinnern, was so wirklich... Also wir haben halt aufgehört, weil wir das nicht verstanden haben, was wir machen müssen. Und es so frustrierend war. Und dann, wir haben es wieder vergessen, wo wir waren. Und dann haben wir das Spiel gerade gestartet. Und dann alle drei gleichzeitig so, oh nein. Fuck this. Weil uns allen klar wurde, was wir gleich machen müssen. Hoverboards über Wasser, durch Dinosaurier, über Lava, durch Dinosaurierbeine. Aber wir wissen nicht, wo lang, das ist das Problem. Richtig. Also man kann nicht durch die Gitterstäbe springen, da hättest du springen müssen. Da hätte ich springen müssen? Ja. Also das war jetzt Glück, dass du da nicht kaputt gegangen bist. Oh Gott. Das war jetzt Glück, dass du da nicht kaputt gegangen bist. Ich habe das Gefühl, diesen Satz willst du heute öfter. Nicht in der Mitte da gleich hoch, sondern daran vorbei. Gleich, glaube ich. Genau, da nicht hoch. Das so, stimmt, versucht. Weil das haben wir... Da dachte ich mir, ich schlag mal in der Luft, weil du kannst ja auch schlagen irgendwie. Ja, aber jetzt haben wir den Kreislauf schon vollendet und... Ja, ich glaube, wir müssen diesen Kreislauf weitermachen. Da hätte es springen sollen. Meine Ahnung ist, vielleicht 3-mal. Shit. Warum ich diese Meinung habe, ist nicht ganz bekannt. Please reconnect the controller. Wir brauchen neue Batterien. Ja, da vorne liegen welche. Kannst du die mal... Sollten wir vielleicht gleich nochmal anfangen? Nein, wir überbrücken das. Nö, wieso? Wir können ja live. Großen Batterien. Da vorne. Die langen, runden Dinger da? Nee, in der Schale. Genau. Die langen, runden Dinger? Nein, das ist ein Mohrrüben. Was? Die langen, runden Dinger da. Die langen, roten Dinger habe ich verstanden. Und was machst du da? Du hast mir die nicht richtig gegeben. Braucht ihr musikalische Untermalung? Tom hat gerade ganz schön ekelhaft mit mir rumgefingert. Hab ich gar nicht. Das war gerade so ein erotischer Moment beim Batterieübergeben. Ich meine, einen Glanz in seinen Augen gesehen zu haben. Das ist Robins Wunschdenken, dafür kann ich nichts. Ja. So. Also. Ihr seht, wir sind gut... Wir haben gerade 10 Minuten oder so, oder eigentlich eine halbe Stunde gebraucht, um die Audio-Level hier auszugleichen. Wenn das jetzt wieder nicht stimmt, dann fuck it. Dann hören wir einfach auf. Ja. Ihr müsst ja damit leben, nicht wir. Ich werde dann einen Kanal bei Game Grumps. Genau. Namens Team Strain. Team Strain. Und Leo bringt es einfach um. Ich finde übrigens diesen Jingle... Das oder ich werde arbeitslos und dann bringe ich um. Diesen Jingle bei Steam Train finde ich übrigens wieder super. Ich finde den auch gut. Der ist mir sogar richtig im Kopf. Also im Urlaub, ich habe das einmal gehört. Ja, man ist sofort drin, ne? Aber ich habe den jetzt wieder vergessen. Um jetzt gerade, wo wir es sagen, habe ich den Jingle vergessen. Too many games. Ah ja. Now we gotta play them all. Das ist richtig gut. Aber ich finde, das war an sich nicht unterhaltsam, leider. Was? Ach so. Also ihr Vorstellungsvideo fand ich ganz ulkig. Nee, ich meine deren Videos wirklich. Du meinst jetzt das eigentliche Let's Play, was sie gemacht haben? Ja, das habe ich nicht gesehen. Falls sich irgendwer dafür interessiert, warum ich gerade nicht mitrede, ich bin kein großer Game-Grumps-Gucker, deswegen... Ich ja eigentlich auch nicht. Also in letzter Zeit habe ich wirklich nicht mehr geguckt, weil mir die halt auch oft zu anstrengend sind, obwohl ich sie super sympathisch finde. Aber, naja. Ach! What? Ich bin JonTron. Wenn du JonTron wärst, dann könnten wir nicht hier sitzen, sondern müssten ungefähr 3 Meter jeweils neben dir sitzen. Du bist voll nah an den Dinosaurier gekommen, der Dinosaurier ist so gelaufen, so und dann bist du so vorbeigefahren. Ja, das ist ungefähr JonTron. Und dann, ein Dinosaurier, ich singe jetzt random. Als ob wir irgendwie besser wären, vor allen Dingen. So, bevor diese Folge nur noch das ist, wie Tom in diesem Loop fährt, ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ich glaube schon. Doch? Ja. Weil, wenn wir eins gelernt haben, dann Rule of 3. Ja, er fährt aber schon zum 4. Das stimmt allerdings. Ach was. Plötzlich Rule of 30. Oh Gott, nein! Ich meine, was soll man denn sonst machen? Ja, genau. Also, was ist denn die Alternative? Wir machen es aus und spielen Metal Gear Rising. Ja. Also irgendwo kann man... Jesus. Okay, kannst du den Dinosaurier entlang hinterherfahren? Nein. Das nicht. Mann, wer hat sich das denn ausgedacht? Aber wir hatten das jetzt mal ein... Soll ich mal weiter probieren und du guckst mal nach, Tom? Was guck ich nach? Guck mal nach, was wir machen müssen. Nö. Wir hatten einen Versuch gestartet mit der dummen Sprungrampe, wo wir dann gestorben sind, als wir ins Gitter reingerauscht sind. Genau, weil man in der Luft nicht schlagen kann. Man kann aber da schlagen. Smartphone, warum soll ich nachgucken? Ja, mein Smartphone ist aus, weil mein Akku fast leer ist. Das, was erstaunlich oft passiert. Ja. Das hat nicht sehr viel Akku, das Handy. Smartphone. Hol dir doch so einen neuen, die sind doch nicht so teuer. Genau. Hol immer noch ein neues Smartphone. Einen neuen Akku, du. So. Ja, das Akku, weil das leer ist, oder was? Aber mein Akku ist leer, kaufe ich mir ein neues. Und sowas Ähnliches ist letztes Mal auch passiert, genau, das ist letztes Mal auch passiert. Das ist ja voll die Verarsche. Tom, guck doch mal bitte nach. Ich zock Wenderson weiter. Nö. Ha! Ich weigere mich. Na, Tom, warum bist du heute so bockig hier? Das ist ja furchtbar. Ich bin doch nicht bockig. Tom ist zickig heute, ne? Hab ich auch schon gesagt. Tom, warum bist du so zickig? Und dann hat er geantwortet mit, ich bin gar nicht zickig, ich mache nur das und das. So, aber wenn du nicht mehr hier mitmachen willst, dann brauchst du auch nicht Robin, weißt du? Kannst du auch nach Hause gehen. Genau so sind die Gespräche im Vorfeld abgelaufen. Genau so, ich finde nichts dazu. Das ist der böse Tom. Mod. What? Darf Bot. Ja. Das muss doch, also wir sind doch alle Spieler. Ja, aber wir sind auch alle dumm. Das muss man doch rausfinden. Ja, ich weiß, dass ich da auch als Kind schon hing. Und ich war ja ein sehr kluges Kind, das heißt, das ist... Also eigentlich müssen wir die Typen kaputt machen. Ach, da rechts war doch so ein... Habt ihr das gerade gesehen? Ne. Da rechts war auch so ein Gitter. Ja, da war ein Gitter. Und genau wie dieses Gitter wird es wahrscheinlich furchtbar tödlich sein, wenn du reinfliegst, also... Da war, aber ich bin ja gerade durchs Gitter gekommen. Kannst du da umdrehen? What? Bremst doch mal und geh zu Fuß. Also irgendwo muss es da einen abweichenden Weg geben. Oh Gott. So, hier rechts. Da. No. Okay. Nee, war keine schlechte Idee, Tom. Lass mich mal probieren. Auch wenn ich jetzt weiß, dass ich jetzt schon hassen werde, was jetzt passiert. Es ist so, wirklich Robin. Tragisch, weil wir sind ganz offensichtlich unser ganzes Leben nur mit unserem Aussehen durch die Welt gekommen und jetzt müssen wir einmal unser Gehirn bemühen und verstehe nicht, was wir tun müssen. Game over. Das war doch ein PC da so glücklich, Tom. Geht bitte? Viel schneller. Ja, aber dann muss ich ja aufstehen und da Mikro rütteln. Ja, das stimmt, das ist war eine verdammt verrückte Proposition. Ich hoffe, alle Conker-Fans sind glücklich darüber, dass sie... Warum? Mir ist das da schon nicht eingefallen. Das Englische ist bestimmt nur ein deutsches Wort. Was in vielen Fällen... Robin ist am Werk. Oh, man kann den aber auch nicht steuern. Tom, jetzt hör mal auf zu sacken, das ist ja furchtbar. Ey. Oh! Ich stehe ja zu meiner Suckage, aber... Was? Ah, jetzt genau, wo ich gelandet bin. Aber zu Robins Suckage stehst du nicht? Oh. Was doch, aber so, ich lasse sie mir nicht anschreiben. Jetzt gib aber mal bitte mir, Tom. Okay, danke. So, bist du hier einfach drauf gelaufen oder was hast du gemacht? Ja, einfach laufen. Einfach laufen. Ist auch voll irritierend. So, wir können springen, wir können X drücken, wir können... So, okay, das war kaputt. Vor die Wand fahren ist kaputt gehen. Richtig, also, richtig. Wissen wir alle? Okay. Vielleicht findest du gleich die Taste, mit der man sich aus diesem Minispiel raus teleportieren kann ins nächste Level. Das wäre cool. Ich glaube, es ist Start und dann B. Nee, A. So. Und X dann die Xbox ausmachen. Y ist auch nix. Wo war der nochmal schlagen? Man konnte sie irgendwie schlagen. Okay, B. Ja. Nee, B ist schlagen. Achso. Ja, dann natürlich nicht. Kann man hier irgendwie beschleunigen und langsamer werden? Wenn überhaupt auf den Triggern, oder? Ich probiere das. Nee, Trigger ist unter anderem schlagen. Drück mal nach vorne. Nee, macht anscheinend keinen Unterschied. Doch, macht wohl einen Unterschied. Ich fahr jetzt mal ganz langsam hier durch. Ja, du tiltest halt nach vorne und hinten, gell? Ja. Vielleicht ist am Ende ist das ganze Ding hier optional. Nee, nur dafür da, dass man den Geldschein kriegt. Das weiß ich, dass es das nicht ist. So, ich dachte, ich hier umdrehen, aber es geht nicht. Ach, fick dich doch. Ich versuche jetzt mal rechts lang zu fahren bei der Kreuzung mit dem Dinosaurier. Ich hoffe, alle Conker-Fans freuen sich darüber, dass sie wieder so erstklassiges Material zu sehen bekommen, nachdem so lange Conker-Pause war. Und die erste Folge ist genau das gleiche wie die letzte. Okay, da ist bloß noch inkompetenter. Wenn ich wüsste, wo wir hier sind. Ja, guck doch einfach Lava. Gibt ja nicht so viel Lava. Oder guck einfach nach fucking Hoverboard. Genau. Conker Back to the Future / Fiction. Hä? Das machst du wirklich gut, Marty, sagte Conker und streichelte seinen buschigen Schwanz. Und so weiter. Hoverboard Race. Mann! Da geht's nicht lang, okay. Invisible Wall. Also man kann nirgendwo lang. Das heißt auch, der Dinosaurier läuft auch von einer Wand zur anderen. Das ist ein sehr dummer Dinosaurier. Immer diese Rätsel, ey. So. Conker. Wir müssen nicht über Conker reden. Wir können ein bisschen über dein Leben reden, Leo. Lass uns lieber über Conker reden. Nicht so traurig, ne? Ja. So, Tom. Du brauchst ja lange. Ja, ich guck halt. Also gut, reden wir über mein Leben. Ja. Gestern habe ich mehrere Eicheln gefunden, in meinen Backen verstaut und dann bin ich auf einen Baum geklettert und habe die dort eingelagert. Ich habe gestern auch mehrere Eicheln gefunden, auch in meiner Backe verstaut. Aha. Und dann bist du vom Bahnhof wieder nach Hause gegangen mit mehr Geld, als du angekommen bist. Also hier steht, dass man gewinne das Rennen. Leute einholen muss. Ja, die drei Typen, die vor uns weggefahren sind. Welche drei Typen? Wir sind doch hier gestartet. So. Ja, ich erinnere mich. Aber das war ja auch mein ursprünglicher Gedanke, dass die einfach... Ja, man soll die einfach nur Ketchup. Dass die an einem anderen Teil der Strecke sind als wir. Das war so mein Gedanke. Dass man die einfach einholen muss. Just try to catch up the guys and beat them with your bet to get your cash back. Okay, dann fahre ich jetzt einfach mal. Okay, dann... also wir haben die ja nicht mehr mal gesehen, deswegen... Ja, weil die immer so weit vorne waren. Bestimmt, so. Jetzt Konstellation, jetzt. Ich kann ganz kurz nicht mehr reden, weil... Da war jetzt plötzlich einer. Was? Na, du siehst diesen Trail, den er hinterlässt. Hä? Da, siehst du? Da? LOL? Ich bin einmal raus und reingegangen, war das der Grund? Ja, muss ja. Das ist ja der... Mann, das ist ja richtig broken. Ach was, ihr könnt das noch alle nicht. Ja, komm und ich hab Controller, dann lübt das wieder. Ich fahre hier 5 Runden diese Scheißstrecke. So. Sag ich doch. Nicht übel, nicht übel. Theoretisch hätten die mich ja irgendwann mal überrunden müssen oder so. Warst du denn zu langsam einfach? Warte mal, ich drück mal nicht nach vorne. Vielleicht liegt's ja daran, ganz ehrlich. Ich habe die ganze Zeit mit vorne beschleunigt. Hast du auch immer... Nee. Du hast nicht beschleunigt. Okay, dann beschleunige ich es auch mal nicht. Es beschleunigt ja nicht. Na doch, wenn du nach vorne drückst, fährst du schneller. So, ich mach's mal nicht. Vielleicht hast du daran gelegen. Bist du dir sicher, dass du schneller bist, wenn du nach vorne drückst? Weißt du? Weißt du Achso, ja, okay. Daran lag's. Ja, wahrscheinlich. Nicht daran, dass wir in den Raum... Also, es war nicht broken, sondern wir waren einfach extrem dumm. Was ist das? Und jetzt bin ich da vorne und sofort ist das Trail wieder da. Das ist, also, die sind gar nicht wirklich auf der Strecke, sondern es ist einfach irgendwie programmiert damit, wie schnell du fährst. Oh man. Und deswegen haben wir die auch nie gesehen, weil wir einfach die nach vorne gedrückt haben. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst bei allen krasses Ding, ey. Time to 3 Zuschauern bedanken, dass ihr es bis hierhin ausgehalten habt. Gleichzeitig möchte ich mich aber auch zutiefst entschuldigen. Tom, bei dem Anfang, den diese Folge hatte, guckt zu dem Zeitpunkt sowieso schon keiner mehr zu. Was machst du da? Das ist nicht sehr leicht. Ich hab das doch auch... Ach, egal. Ja, du warst auch nie nach vorne gedrückt. Aber nimm dir doch ein Beispiel an mir, der es nicht geschafft hat. Wenn wir genau sein wollen, hast du es nicht geschafft. Ich bin weitergekommen, als wir alle. Oh Gott. Schön, dass du das aber nochmal so feststellen musstest. Oh. Oh, das ist jetzt die Stelle. Bestimmt Crash Bandicoot da vor dir. Ja, lass uns wieder über Monkey Island reden, Leo. Ja, nee, ist gut. Lass uns doch über God of War reden. Über den ersten und zweiten Teil. Was ist das für eine komische Summe? 436 $? Ah. Ja, der hat halt den spezifischen Amount gestohlen. Nein. Das wird wieder schön laut werden auf der Aufnahme. Ja, aber wie gesagt, ich bearbeite das eh nicht. Wir haben keine... Super. Wir haben halt keine Dynamic Compression. Da ist alles so laut, wie es nun mal ist. Oh, Jesus, das war selbst für mich schmerzvoll. Ach du mal, Tom. Oh je. Ich glaube, das haben die Nachbarn gehört. Ich glaube, das haben die. Und? Ja, unsere Nachbarn sind Time-to-3-Gucker, Mann. Ja, eben, das ist ja doch gewohnt. Okay, wir haben es verstanden. Yay. Ja. Wir alle haben es verstanden, außer Tom. Okay, ich verstehe, wie du hier stecken blieben. Also da muss man tatsächlich auch vom Gas gehen. Ja. Oh, das ist nichts für mich. Rennspiele, bei denen man auch mal vom Gas gehen muss, sind gar nichts. Das ist so... Wieso so viele Spiele so eine Rennspielpassagen haben, die immer scheiße sind, wenn es keine richtigen Rennspiele sind. Oh ja, Need for Speed ist dafür bekannt. Deren Rennspielpassagen sind oft nicht gut. So, Tom, jetzt mach doch mal bitte, ich würde gerne weiterkommen. Ja, kein Druck. An mir liegt es ja nicht, dass wir ja nicht weiterkommen. Ich bin ja nicht am Controller, ne? Könntest du die Sache vielleicht auch mal ein bisschen ernst nehmen? Genau so. Wir geben es einfach gleich Leo und der macht das dann wie beim Klaffdrachen. Nein! Klaffdrachen? Do not want Gaping Dragon. Das ist der deutsche Name von Gaping Dragon. Oh, Klaffdrache. Ich habe auch gelesen, dass das Schund statt. Klaffdrache! Hör mal, Gaping Dragon ist so, oh fuck, der Gaping ist episch. Und dann Klaffdrache hört sich an wie so ein Freund von Tabaluga. Der Klaffdrache! Oh ja. Das wissen viele nicht, aber Peter Maffay ist der Endgegner in Dr. Who. So. Nein, der Schneemann. Wer ist denn der Schneemann nochmal? Der Feind von Tabaluga. Dr. Frost bestimmt oder so. Habt ihr etwa die Fernsehsendung Tabaluga nicht, wo die dann immer gespielt haben? Aber und am Ende hatten die das Frostfeld, wo die drüber laufen mussten. Die mussten sich den Weg merken. Und das war das Spannendste, was jeder Menschheitsgeschichte passiert ist. Robin, ich bin so alt, in meiner Kindheit habe ich mir Flash Gordon angeguckt, die alte Schwarz-Weiß-Serie. Flash Gordon, ist das mit dem Doktor, der mal durch die Zeit reist? Richtig. Dr. Who, Flash Gordon. Dr. Gordon. Ah ne, Dr. Gordon ist doch ein Farbfleisch, ne? So, Tom, du hast den immer noch nicht besiegt, ne? Besiegt? Das sind mehrere Gegner. Das hat nicht mein Leben abgezogen. Ich gestorben, ey. It's magic. I don't have to explain. Just Add Water hat sich jetzt für Metal Gear gemeldet, ne? What? Just Add Water hat sich jetzt für Metal Gear gemeldet. Just Add Water war... Das sind die Leute, die die Oddworld-Lizenz jetzt haben und auch Strangers Vergeltung und gerade Apes Odyssey neu rausbringen. Die wollen Metal Gear machen? Also das war ja so ein Ding jetzt mit Hideo Kojima. Ja, ja. Der hat halt eigentlich gesagt, ja, würde ich ganz gerne machen, aber bin ich auf der Suche. Und das wurde dann übersetzt mit, ja, will ich auf jeden Fall machen, ich bin auf der Suche. Dann hat er gesagt, nee, ist ja gar nicht so, aber wenn jetzt ein Team es machen will in der Fox Engine, dann gerne. Und dann hat halt jetzt Just Add Water einen offenen Brief geschrieben, dass sie es gerne machen würden. Das wäre interessant. Ich weiß nicht, ob ich denen das zutraue, weil die halt schon so lange nichts Großes mehr gemacht haben. Die haben noch nie was Großes gemacht. Naja, also ihre... Ja, warum du musst den schlagen, ne? Odyssey-Spiele sind halt... Ja, aber das ist ja nicht von denen, die machen die Remakes jetzt. Aber die haben die Ursprungsspiele ja nicht entwickelt. Ne, doch, der eine Typ ist doch... Nee, der Ursprungsentwickler von Odyssey. Meinst du dieser Lanning? Wie heißt der nochmal? Der ist nicht bei Just Add Water. Hä, ist der nicht bei denen, die jetzt das Remake machen? Der ist immer noch bei Oddworld Inhabitants, die gibt's immer noch. Und der ist, glaube ich, das alleinige Mitglied. Wenn ich mich nicht ganz irre. Wieso ich diesen Jump nie schaffe? Springen, A drücken. Danke. Bitte. Also es kann sein, dass ich jetzt völligen Scheiß erzähle, aber ich bin mir relativ sicher, dass es so ist. Also nicht völlig. Das mit dem Sprung oder das mit Just Add Water? Beides. Hm? Ja, danke, Robin. Ganz normal gedrückt, schon klappt's. Dank deinem Tipp. So, es sind 3, ne? Natürlich, natürlich sind es 3. Also, was war das für eine Frage? Ich bin wenigstens nicht so laut, wenn ich verliere. Das ist ein bisschen angenehmer für die Hörer. Ja, aber wir sind dafür umso lauter. Oh! Vor allem, ich bin jetzt echt ein bisschen heiser von dem Schrei gerade. Das war wirklich laut. Von dem einen, ja, der war aber wirklich... Der war nicht übel. Selbst für deine Verhältnisse, der war sehr leidenschaftlich. Es ist ja nicht so, uncalled for. Es ist ja nicht so, dass ich das provoziere und sage, jetzt schrei ich dich, weil das ist lustig. Sondern ich bin einfach, das ist meine ehrliche Reaktion. Ich glaube, ich ersetze in Zukunft einfach alle Schreie von Robin, also diese Art von Schreie, also setze ich durch so ein leises Yay. Yeah. Toasty! Oh. Toasty! Und bam! Oh, das war aber auch gerade fies. Ja, das ist alles die Schuld vom Spiel. Es tut mir wirklich leid, liebe Zuschauer. Wir sind wahrscheinlich schon in der zweiten Episode. Also wie der Thomas Gottschalk. Mir nicht. Ich hoffe insgeheim, dass du den Zuschauern so auf den Zeiger gehst, dass sie irgendwann sagen, ja, ist okay, ihr braucht Conker nicht weiter spielen. Dann können wir Metal Gear Rising spielen. Machen wir halt so einen Deal draus. Die Episode geht auch so lange, bis wir das hier fertig haben. Nein! Das viele Geld. Das schneidest du am besten an den Anfang von dieser einen Stunde. Ich habe genau gesehen, wie sich der Dinosaurier geportet hat. So, erst war der Schwanz noch sichtbar und dann ist der Kopf. Auch. Ja, wie die hier überall betrügen, ne? Ja. Lass mal einen offenen Brief schreiben. Liebe Leute von Rare vor 12 Jahren. Aber ich glaube, da werde ich mir tatsächlich heute Abend mal dazu den Audiokommentar anhören. Die haben es auf YouTube veröffentlicht. Dachte, du willst jetzt einen offenen Brief an Kojima schreiben. Also, ich kenne mich mit der Fox Engine noch nicht so gut aus. Aber mit Metal Gear dafür. Ja. Ich kenne das Spiel quasi auswendig. You sir suck. Steuerung C, Fox Engine, Steuerung V, Metal Gear Solid 1. Das ist doch... Aber wirklich, Metal Gear Solid 1 in der Fox Engine wäre ein feuchter Traum von mir. Wobei es dann schon das zweite Remake wäre von dem Spiel. Ja, aber ist egal. Ja, aber das vorherige war ja auch so ein bisschen komisch. Eine Sache, die ich ganz gerne sehen würde, wäre halt ein Remake von Metal Gear 1 und 2, von den alten. Tatsächlich, die man dann richtig machen könnte. Aber das Schwierige ist halt, weil Metal Gear Solid ist eigentlich ein Remake von Metal Gear. Wenn du das mal so komplett spielst, im Grunde ist es echt ein 1:1 Remake mit neuer Story. Okay. Das ist mir dann tatsächlich aufgefallen, als ich Metal Gear gespielt habe. Das sind genau die gleichen. Da ist so ein Aufzug und dann musst du mit der Bombe ein Loch in die Wand sprengen. Und dann, das ist so exakt die gleiche Gangart. Ja gut, aber das sind ja bislang alles so kleine Elemente, die man theoretisch noch verändern könnte. Ich meine, großenteils geht es ja bei Metal Gear auch immer um die Story und Ja, das war halt bei Metal Gear noch nicht der Fall, bei Metal Gear 1. Ja, ist richtig, aber es liegt eben diese Grundlage mit dem Big Boss Verrat, Solid Snake Verrat, bla 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 Zeugs und diese ganze Outer Heaven Sache. Und man könnte ja eben den Spielablauf dann modernisieren, anpassen und so, der ist ja nun wirklich nicht ganz so wichtig. Ja. Und dafür aber die Story nochmal neu erzählen von 1 und 2 und von Snake's Revenge. Oh Gott. Ich habe mir den Trailer zu Metal Gear Solid 5, den Uncut, den Director's Cut Trailer, bestimmt schon 15 Mal angeguckt. Das ist einer der besten Trailer, die ich je gesehen habe. Das war Toms Kommentar zum Trailer. Tom, du weißt, ich liebe dich wie ein Bruder, aber in diesem Moment will ich dich nicht mal kennen. Das ist schlimm. Das ist wirklich gerade peinlich. Das ist Fremdscham, hier drin zu sitzen. Ich will mich auch gerade selbst nicht kennen. Was willst Conker gerade nicht kennen? Was ist denn gerade los? Ich gucke dich einfach böse an, aber ich weiß ja, dass es eigentlich völlig rational ist, das zu tun, weil das so eine scheiß Steuerung ist. Also ich werde ganz genauso fehlen wie du, aber wenn du partout keinen Bock mehr hast, dann übernehme ich mal kurz und versuch's oder so. Oder so. Was sind denn die anderen Möglichkeiten? Dass du wieder übernimmst. Achso. Achso, ja, stimmt. Ich sitze auch noch hier. Der Extended Cut Trailer, das komplette Ding, findest du einer der besten Trailer? Ja. Denn, das ist aber kein richtiger Trailer, das ist ja eigentlich schon fast eher ein Gameplay-Showcase. Aber das Gameplay ist ja nicht einfach nur Gameplay, sondern es ist ja auch mit Cuts und Vorspulen und hast ja nicht gesehen. Und hast du Trailer Academy geguckt? Nee. Okay. Was ist Trailer Academy? Hä? Was ist Trailer Academy? Das ist schon gut, das ist ein Game-Trailers-Format. Also der Anfang ist einer der krassesten Sachen, die es bisher so im Videospielbereich gab. Das ist halt natürlich, das muss ja das sein, was Kojima meinte, als sagte, eines seiner nächsten Projekte soll... Warum muss man das gleich zeigen? Ja, weil es nicht alles sein wird. Also du weißt bei Kojima immer, dass er nicht alles zeigt. Also seine Spieler werden immer irgendwelche Twists. Unmöglich, aber ich weiß nicht. Und das, weil es halt einfach die Stimmung setzt. Also es zeigt dir halt, dass das Spiel gritty, böse, krass, also ich meine, das fucking Big Boss erschießt Kinder mit Blood Diamonds in der Hand und irgendein Bombending aus einem lebenden Kind heraus. Also, das ist alles so krass. Fuck. Ah, du hast jetzt gerade das erste Mal 2 Leute besiegt. Und die Folter, die man da gesehen hat, und das mit dieser Musik zusammen, wenn das dann, das Gameplay beeindruckt dich dann einfach auf einer Gameplay-Ebene, wo du dann sagst, oh krass, und auch da hast du dann diese Musik-Spikes drin, und dann das Ende, wo einfach die Musik explodiert und du diese schnellen Cuts dann hast, oh, also ich bekomme da jedes Mal einfach nur die kratzte Gänsehaut. Und eine Erektion. Ja. Aber die bekomme ich immer wieder. Und eine Gänsehaut auf der Erektion. Tom, jetzt bitte nicht sterben übrigens, ne? Ja, Tom, das wäre jetzt echt also super knuffig von dir, wenn du nicht sterben würdest. Aber man sieht jetzt nicht mal den Gegner mehr. Ja, weil er wieder weggefahren ist. Weil er besser ist als du, Tom. Ja, obviously. Drückst du immer weiter, noch immer schön nach vorne? Ja, mach ich doch, hörst du doch. Ja. Nur ich muss halt ab und zu bremsen, um hier überall... Jetzt hat gerade ein Leben verloren. Ein Schokoladenstück. Ja, das wird doch wieder nichts. Du kannst auch lenken und nach vorne drücken, ne? Das geht auch. Ja, ich weiß. Weil so... Ich glaube, du holst ihn einfach Scheiße. Nicht ein. Aber ich sehe auch gar nicht die Rauchspur oder irgendwas. Nee, also... ich werde halt einfach nur ein Counter, so und so viele Sekunden vorne gedrückt, dann erscheint Rauchspuren, Gegner. Wieso kriege ich die Schokolade hier nicht? Durchgesprungen. Im Ausweichen dieser Schokolade bist du sehr gut. Ja. Na guck mal, wie lange ich jetzt schon Turbo drücke. Ja. Ich guck ich immer. Und hier kann ich halt nicht so durchrauschen. Da ist er, aber oder? Ich glaube, du kannst in dem neuen Bereich durchdrücken, davor drücken. Ich glaube, das ist eine... What the fuck? Oh mein Gott. Oh man. Ein angemessener Tod. Ich glaube, das ist eine... Die Kurve ist breit genug dafür, dass du da weiter nach vorne drücken kannst. Mensch, das ist ja ein schönes Areal in dem Spiel. Having fun yet? Warum mussten wir heute Conker spielen? Ich wollte Maximo spielen, ich wollte es nur mal... Ich wollte Metal Gear spielen. Wer wollte überhaupt Conker spielen? Robin. Oder Conker oder Metal Gear. Oder Final Fantasy 13 2 wäre auch noch zur Auswahl gewesen. Okay. Das hast du aber nicht gesagt. Leo hat das gesagt. Und bei 13.2 bin ich jetzt 3 Gebiete im Voraus gelevelt. Das heißt, das wird easy peasy. Wir können uns also komplett der Story widmen. Ja. So, der erste ungerechtfertigte Mord ist passiert. Los. Wieso? Der hat doch klare Motivation. Ich sagte nicht, dass er nicht motiviert ist. Ich sagte, er ist ungerechtfertigt. Das hatte ich auch auf meinem Twitter-Account nochmal gepostet. Letztens hat mein Lieblings-Twitch-Streamer, Cell heißt der, MOCEL, der macht jetzt gerade Uncharted durch, spielt gerade durch, alle drei Teile. Zum ersten Mal. Und der ist halt sofort auf diese moralische Grauzone angesprungen, wie viele Millionen Leute einfach Drake tötet. Und am Ende... ich muss aufhören zu reden, weil es ist gerade sehr spannend. Weißt du, wenn ich den Gaping Dragon besiege, redet ihr fröhlich weiter, aber wenn Tom hier... Das ist viel spannender! Nein! Oh, es gibt's doch nicht! Es gibt's doch nicht! Okay, also am Ende? Am Ende von Uncharted 1 kommt halt Sully mit so einem Boot von... Spoiler. Ja, ich spoilere euch jetzt Uncharted 1. Kommt halt Sully mit einem Boot voll Gold daher. Und du stehst dann so mit deiner Elena auf einem anderen Boot und dann sagst du dem so, ey Sully, wir haben überlebt. Dann sagst du, ja, und wir haben nicht nur überlebt. Ich habe noch ein paar Piraten erledigt und dann habe ich das bekommen. Dann enthüllt er das Gold. Und dann Cell sagt er nur so, yay, killing people for treasure. Das fand ich sehr, sehr passend. Ne, murdering people for treasure. Das war noch ein bisschen lustiger. Und er hat halt erkannt, dass der Bösewicht im ersten Teil im ganzen Spiel keinen einzigen Typ tötet. Und dann du ihn halt tötest. Ja gut, das zu erkennen ist aber nicht schwer. Ja, aber er hat also dann immer wieder so rausgestellt. Also Story-Dings, das ist ja von Uncharted 1 an und in jedem zweiten Actionspiel ist das ja so. Und ab dem zweiten Teil haben sie es dann irgendwie erkannt, aber deren Lösung dafür war, dass dass Drake in jeder Action-Szene sagt, More? You have to be kidding me! Oh! You have to be kidding me, where are these people coming from? Also ein bisschen mehr erkannt haben sie es eigentlich ja im dritten, wo sie wirklich das mal thematisiert haben. Aber auf eine sehr, also ich fand auf eine nicht gute Art und Weise. Ja, aber das Problem ist dann, dass die Lösung dafür dann darin besteht, dass man den Bösen völlig ungerechtfertigt irgendwelche Leute erschießen lässt ohne den Grund. Meistens. Ja. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie es in Uncharted gelöst war, aber ganz oft ist es so, hey, wir müssen den Bösen irgendwie ganz klar als den Bösen darstellen. Also kommt jetzt jemand an und sagt ihm, Chef, tut mir leid, aber wir haben keinen Zucker mehr in der Kantine und dann erschießt er den. Ja, ja. Einfach nur damit, das war im zweiten Teil. Im zweiten Teil war das ein Russe, der einfach jeden weggehauen hat, der irgendwas gesagt hat. Mhm. Im ersten Teil war es aber einfach nur jemand, der einen Schatz haben wollte und der war halt ein bisschen böse. Aber der hat halt nie irgendjemand was getan. Also der hat bestimmt Leuten was getan, man hat es so nicht gesehen. Mhm. Aber irgendwie war er nicht so das ultimative Böse und du hast ja einfach seine Leute in Massen umgemäht. Tom, willst du jetzt mal... Ich mach noch einmal, dann kann jemand von euch... Das wird eine sehr, sehr lange Folge übrigens. Ja, habe ich doch gesagt. Aber es ist echt eine beschissene Stelle. Ja, dem stimme ich zu. Dem muss ich doch langsam sehr auf den Sack. Ja, ja. Aber das ist halt die Stelle, ich habe das Spiel 1, 2, 3 Mal gespielt, aber nie weiter also ich habe es durchgespielt einmal, aber bei den folgenden Versuchen nie weiter als hier. Robin. Deswegen kann ich mich nicht so mehr dran erinnern, ja, was in welcher Reihenfolge dann danach kommt. Also ich weiß noch, was kommt, aber nicht mehr in welcher Reihenfolge und wie genau. So, Robin skillt die Stelle jetzt mal schnell weg. Ich habe ein Mikrofon im Gesicht. Das ist stört. So. Merkt man gar nicht. Oh mein Gott, war das herrlich. Es ist halt so hakelig alles, also, weiß nicht. Ach. Ja, die Kamera stört sehr dabei. I don't like. Die Kamera macht halt jede Bewegung mit, die du machst. Ja. Das ist ein bisschen irritierend. Es gibt auch keine Cockpit-Perspektive, da kann ich eh nicht fahren. Gute Ausrede. Wo schieße ich einen Ratchet? Oh Gott, wenn sie sich so über... Warum gibt es eigentlich kein Conker Kart Racing Spiel? Weil es von jeder Reihe ein schlechtes Kart Racing Spiel gibt und wir keine brauchen. Also gab es nur in den 90ern. Und Anfang 2000er. Ja, es ist ja Anfang 2000er das Spiel. Ja, stimmt. 2000, oder? N64? Bin mir nicht mehr ganz sicher. War auf jeden Fall eins der letzten. Aber Conker ist vielleicht auch einfach nicht berühmt genug für ein Kart-Racing-Spiel. So, ich sag's ja ungern, aber Robin hat gerade die Stelle mal schnell gemacht. Ja, ne und? Soll jetzt beeindruckt sein oder so? Ja. Was muss ich jetzt machen? Das geht immer noch weiter! Ja, dann musst du wahrscheinlich noch fahren. Jetzt da oben. No! Oh, Robin. Einfach noch eine Runde, ganz ruhig. Ja, noch eine Runde, das ist ja nur ein Dinosaurier und... Okay, ich fahr's ganz langsam. Jetzt müsste sich ja auch der Pfad dann geändert haben, oder? Ja, der hat sich wieder auf die Hauptstrecke verlagert. Ach so, okay. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich frage mich, ob der auch wirklich so verschwindet, wenn er da so unsichtbar wird. Fahrt es doch. Ampel. Ach, gut. Mein Herz pumpt. Oh man. Tom hat's wieder. So, damit ist die Folge beendet. Nächstes Mal bei Conker, echtes Gameplay.